mit dem Video anfange, möchte ich euch noch eine kleine Ansage machen. Und zwar war mein bisheriger Instagram-Account, den ich in den Videos genannt und unten verlinkt habe, ja immer Emilia the Art Journaler. Aber ich habe mich entschieden, diesen Account jetzt, ich meine, ich werde ihn noch weiterführen, da werden nach wie vor noch künstlerische Dinge von mir hochgeladen. Aber es soll nicht mehr der Account sein, den ich euch hier immer empfehle, weil der Content, den ich hier poste und den ich auf dem Account poste, einfach nicht so zusammenpassen. Stattdessen habe ich jetzt einen neuen Instagram-Account geöffnet. Er heißt unterstrich Emilia Lu, also fast genauso wie mein YouTube-Account. Und da werde ich Content posten, der ähnlich sein wird wie der, den ihr auf YouTube zu sehen bekommt. Also Lifestyle und Produktivität. Und ich werde da auch immer meine Videos promoten. Das heißt, werden immer Stories, wo ich euch Bescheid gebe, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Das wollte ich euch einfach nur sagen und jetzt können wir weitermachen mit dem Video. Hallo Jungs, Mädels, alles dazwischen und diverses. Und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Emilia und in meinen Videos beschäftige ich mich mit Produktivität, Kreativität und Lifestyle. Und in diesem Video werde ich euch den Platz zeigen, an dem ich hier immer meine wunderschönen Intros filme, meinen Schreibtisch. Und ich habe dieses Video schon vor einiger Zeit in einer Roomtour von mir angekündigt, wo ich euch mein Arbeitszimmer gezeigt habe, diesen Raum hier. Das kann ich euch auch gerne nochmal hier oben verlinken. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal meinen Schreibtisch. Ich habe ihn im Mai, glaube ich, in meinem Raum umgewechselt. Also der stand eigentlich da hinten unter dem Fenster. Und ja, da habe ich auch einen neuen Schreibtisch bekommen. Der hier ist von IKEA. Aber dazu gleich mehr im Video. Das hier ist jetzt also der grobe Überblick über meinen Schreibtisch. Und wie gesagt, der Tisch war von IKEA. Ich habe mir den während des Lockdowns auf der Online-Seite von IKEA bestellt. Und ich habe den selber zusammengestellt. Also die beiden Schränke da und diese Tischplatte und das, was da oben drauf steht, noch diese zwei extra Fächer, waren alles getrennte Sachen. Und die habe ich mir in so einem Generator bei Ihnen auf der Internetseite selber zusammengestellt. Und die Tischplatte liegt hier tatsächlich auch nur lose drauf. Also die ist nicht festgemacht, funktioniert aber, weil so viele schwere Sachen auf dem Schreibtisch stehen, die das noch zusätzlich stabilisieren und ich mag den einfach. Er passt zu mir und mich motiviert irgendwie sehr stark, dass er so weiß und glänzend ist. Ist wahrscheinlich random, aber ich finde, er hat einen sehr modernen und trotzdem gemütlichen Look. Den Stuhl hier habe ich bei Amazon bestellt, schon vorletztes Jahr, 2019 beim Prime Day und der Rucksack hier ist von Desigual. Ich habe über die beiden Sachen in der Roomtour schon ein bisschen geredet. Einfach ein schlichter Bürostuhl, ich mag ihn gerne, ich sitze da gut drin. Hier unten habe ich den Koffer für meine Schreibmaschine und einen Papierkorb. Nicht so wirklich ordentlich. Dann habe ich hier meinen Laptop mit diesem coolen digitaler Uhr-Bildschirmschoner. Und den habe ich eigentlich immer so quer hier stehen, wenn ich da irgendwas arbeite und dabei ein Video gucke oder Musik höre. Und wenn ich ihn gerade nicht benutze, habe ich ihn immer so zusammengeklappt und ungefähr so liegen. Hier drin habe ich ganz viele Notizen und Klarsichtfolien. Die kann man immer mal gebrauchen und das ist einfach so der Ort, wo ich die sortiere. Hier ist eine von meinen vielen Stifttassen. Die sind alle nicht so wirklich organisiert, aber dieses große Desk-Organizer-Ding ist ziemlich organisiert. Hier habe ich so kleine Textmarker von Stabilo. Hier habe ich meine Zebra Mild Liner drin. Da sind die Stabilo 68 Pen Brush Dinger. Hier habe ich ein paar Buntstifte von Topmodel. Da war einfach noch ein Fach frei und ich wollte da irgendwas reinräumen. Hier habe ich so Glitzerstifte. Da sind Fineliner von Stabilo. Hier sind meine Pinsel. Ein paar habe ich auch aber in den Tassen sortiert. Da sind mehr die größeren drin. Hier sind überall Crayola Supertips und hier oben habe ich so Metallic Marker. Und hier unten sind ein paar Spitzer und Bleistifte drin. Dann habe ich hier noch mehr Tassen mit einfach ein paar random Stiften. Das hier sind die zwei, die ich im Moment für mein Bullet Journal benutze. Einfach, dass die nicht verloren gehen. Deswegen sind die da im Moment drin. Das hier ist ein Handyhalter. Hier habe ich noch ein Locher und so ein paar Glitzersternchen und meine wunderschöne Trockenblume mit dem Glas. Dann habe ich hier meine Schreibtischlampe. Ich persönlich mag sie nicht so gerne, weil sie nur kaltes Licht verbreitet, falls ihr das so seht. Aber man kann hier so einstellen, dass sie einen Farbverlauf macht. Das ist immer ganz cool, wenn es dunkel ist. Sie hat auch eine Zeitanzeige, auch wenn die im Moment, ich glaube, bald 5 Minuten vorgeht. Muss ich mal umstellen. Und man kann sie auch so ganz nach oben bewegen. Und deswegen benutze ich sie manchmal ganz gerne als Ringlight, was
das sehr praktisch ist, wenn ich mal im Dunkeln filmen muss. Und das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut und ich habe dazu auch schon ein paar Sachen in der Roomtour gesagt, aber hier habe ich noch diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, einfach Unterlage für meinen Schreibtisch, falls ich mal irgendwie groß was mit Farben mache, damit er nicht dreckig wird. Hier habe ich ein Bild, das ich mal für meinen Mutter zum Geburtstag gemalt habe. Und da sind einfach ein paar Taschen mit Kunstsachen, die ich wirklich auch mal in Kunst in der Schule benutzt habe. Und hier ist meine Farbpalette. In dieser Schublade hier habe ich auch mehr oder weniger alles Mögliche. Das ist so eine Schmetterlingspostkarte, die ich mal zerschnitten und für Collagen benutzt habe. Hier ist ganz viel Weihnachts-Washi-Tape und anderes Washi-Tape. Hier sind auch so ein paar Tintenfässer, die ich mal bei einem Glasfüller-Set bekommen habe. Und auch riesiges Washi-Tape und so ein Block, den ich mal für Skizzen benutzt habe. Hier zum Beispiel habe ich ein menschliches Herz gemalt. Sieht eigentlich ganz schön aus, finde ich. Und hier habe ich noch ein paar Notizbücher drin. Das ist so ein philosophisches Gedankenbuch. Das ist ein Vokabelheft. Hier habe ich meine Bullet Journals. Da habe ich immer mal reingemalt. Das ist einfach irgendein Notizbuch. Und das ist mein Art Journal. Und über meinem Schreibtisch habe ich diese zwei Collagen hier. Einmal an meinem Regal und einmal direkt über dem Schreibtisch, sodass ich da immer drauf gucken kann, wenn ich nachdenke oder sowas ähnliches mache. Und das sind einfach so ein paar Sachen, die mich sehr inspirieren. Eine Schreibmaschine, ein Bücherregal. Einfach so ein paar Sachen, die einen sehr neutralen Aesthetic haben. Und auch ein paar Sachen, wo ich Fan von bin. Da zum Beispiel die Fotografie von Billie Eilish und das Filmposter von Solo, A Star Wars Story und Harry Potter und Queen, denn ich liebe Queen. Und zu diesem Collage hier habe ich schon mehr gesagt in meiner Roomtour, aber das sind einfach ein paar Sachen, die mich inspirieren sollen, mich motivieren sollen und es sind Dinge, die mich an die Protagonistin von dem Buch, an dem ich im Moment plane, erinnern. Das hier wäre zum Beispiel sie, während sie lesend in einem Café sitzt. Das hier wäre ihr Zimmer. Das hier wäre sie, wie sie auf einem Dach steht, denn sie klettert sehr gerne in der Stadt. Richtig random. Und ich habe hier noch zwei schöne Kerzen hingestellt, weil es sah einfach gut aus und ich fand es authentisch, weil ich beim Lernen oder wann immer ich auch hier bin, gerne Kerzen anzünde. Hier habe ich noch meine Computermaus und dieses Mauspad, das habe ich mal zur Konfirmation geschenkt bekommen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal hier die Schubladen an. Hier habe ich alles für die Schule drin organisiert. Hier sind erstmal ganz viele Sticky Notes. Damit kann man so die Buchseiten aufbehalten und die sind auch magnetisch. Tacker und meine Kuli-Schreibfeder. Einfach ein paar random Bürosachen. Hier habe ich Deutsch und Povi drin. Hier sind meine Mäppchen-Kollektion, mein Taschenrechner und meine Mathe-Sachen und alle naturwissenschaftlichen Sachen drin, also auch Chemie und Physik. Hier habe ich Englisch und Latein, also alles Fremdsprachenmäßige drin. Und hier unten habe ich alle künstlerischen Sachen drin, schätze ich. Das sind Ethik, Musik und Geschichte. Das sind auch mit so meine Lieblingsfächer eigentlich. Hier auf der anderen Seite in den Fächern habe ich ganz viele Bastelsachen. Ganz, ganz viel Washi-Tape. Das habe ich mir größtenteils bei Teddy und in so 1-Euro-Shops gekauft. Das hier ist so ein, ich glaube, das ist eigentlich Dekoband, aber meine Mutter hat es mir in meinen Adventskalender dieses Jahr gemacht. Macht, damit ich das für Bullet Journaling und so weiter benutzen kann. Dann habe ich hier Stempel. Das hier sind welche mit Zahlen und Monaten. Und hier habe ich nochmal große mit dem Alphabet. Noch mehr Deko-Washi-Band. Das hier ist so Glitzer-Moosgummi. Und da habe ich ganz viele Sticker. Die zeige ich euch gerade nochmal genau. Das hier sind alle Sticker, die ich besitze. Hier mit so Waldtieren. Das hier sind so kleine Punkte, die man anmalen kann. Das sieht immer mal im Art Journal ganz gut aus. Das hier kann man fürs Bullet Journaling benutzen mit so To-Do-Listen und Today und so weiter. Das hier sind vielleicht meine Lieblingssticker. Die sind so Vintage. Die habe ich von Amazon. Das hier sind so Glitzersterne. Die habe ich schon ewig und habe keine Ahnung mehr, wo sie her waren. Hier ein paar Notenschlüssel. Nochmal so Punkte, aber diesmal in größer. Und das hier sind so Klebedinger, mit denen man Poster und Zettel gut an die Wand kleben kann. Dann hier in der nächsten Schublade ist auch ganz viel Stationery. Das hier sind so Aquarellbuntstifte. Also in diesem ganzen Fach hier sind abgesehen von den Wasserfarben im Prinzip nur Stifte. Das hier ist extrem unorganisiert, aber hier sind ganz viele Blöcke drin und so verschiedene Papiere, die ich immer zum Art Journaling benutze. Also hier habe ich so Poster, die zerschneide ich ganz gerne und mache dann daraus so Collagen. Das sind noch die Hüllen, wo meine Zebra Mildliner drin waren. Ich wollte sie noch nicht wegschmeißen, weil ich dachte, ich finde vielleicht noch eine Verwendung für sie. Und das ist so Farbe, mit der man Klamotten anmalen kann. Die habe ich mir mal gekauft, habe sie aber tatsächlich noch nie benutzt.
Das hier ist meine Bluetooth-Tastatur. Die habe ich wegen meinem iPad, weil wenn wir in der Schule mal sehr viel schreiben müssen, kann ich die dann einfach mitnehmen und muss nicht meinen Laptop und mein iPad immer separat benutzen. Das war Geschenkpapier. Das war ein Geschenk von meinen Eltern bei meinem Geburtstag eingepackt. Ich fand die Musterung aber sehr schön und dachte mir, das könnte ich vielleicht auch nochmal zum Art-Journaling benutzen. Dann sind hier noch ganz viele Blöcke drin. Und ganz hier unten drin sind meine ganzen Hefte für die Schule. Hier sind noch ein paar Brushpens, weil ich nicht wusste, wohin damit. Aber das hier sind wirklich ganz normale Hefte, die ich früher für die Schule benutzt habe. Jetzt weiß ich nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Und darunter sind noch Postmappen und einfach so ein paar leere Mappen, die ich noch für nichts benutzt habe. So, das war meine Desktour, meine Schreibtischtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht könnte ich euch ja so eine Anregung dafür geben, wie ihr eure Schreibtische selbst ein bisschen aufhübschen könnt. Mein Favorit dafür sind wahrscheinlich wirklich die Collagen oder die Blume, die ich da zur Deko hingestellt habe. Aber ich finde, es ist auch einfach sehr ästhetisch, wenn man so Tassen hinstellt und da ganzen Stifte reinpackt. Das sind einfach so ein paar Ideen. Und wie gesagt, ich liebe es auch, Kerzen anzuzünden. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, welche Farbe eure Zimmerwände haben. Wahrscheinlich sehr random, aber ich bin einfach interessiert und ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Also würde ich einfach sagen, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und den Kanal zu abonnieren. Ich habe euch alle lieb und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!